Auf geht's. Oh. Hier vorne. Ja. Blick. Ach so. Blicke voll rein. Stehend. Halt den Drücker um Position neu zu kalibrieren. Also ja. Ja, du kannst an dem Kopf positionieren, dann drücken wir wieder. Messe die Untertitel einschalten und du kannst die Sachen. Na komm, mal machen mit. Lass mal die Untertitel laufen, kann man besser lesen, was die sagen. Du nimmst deine Hand. Rechts. Eine besuchte konform Bewegungseinstellung. Was? Kannst du eine stickbasierende Bewegung? Wir haben anhand einer Geste. Hey? Stick? Ich nehme mal Geste. Stufendrehung, einfache Steuerung, einfache Steuerung, geschmeidige Drehung, komplette Steuerung, keine. Na, ich komme jetzt erstmal an, ich mache erstmal auf. Komfort. Barrierefreiheit. Was ist hier? Ach so. Fallen lassen wir nicht, ne? Aha. Fall automatisch auflegen. Zeitlohn, Zielhilfe. Blick. Also Blick oder so. Oder Schaden. Mal 1. Aha. Ja, Schaden 100%. Aha. Dritte Reichweite. Aha. Los geht's. Wir werden gleich Maschinen sehen. Was machst du da? Kavat! Wenn das Boot kippt, ertrinkt er mit den Ketten. Dann ertrinkt er eben. Kannst du mir das vom Kopf nehmen? Kavat! Hier nix. So. Wie soll das Licht mit dir sein, wenn du nichts sehen kannst? Wir hätten ihn beobachten und den Grauhabichten überlassen sollen. Verdammter Schattenkater. Trotz diverser Jahre im Militär glaubt sie immer noch an Gerechtigkeit. Setz deinen gönnerhaften Hintern hin und paddel! Cool, wenn er Scheiße. Antwort, wohin? Alter, doch der einzige so. Zufluchtsort ist Dämmerungsgriff. Und dort haben wir ihn schon hin. Dämmerungsgriff? Wer seid ihr zwei? Ist das ein Gefangenenaustausch? Sei bitte leise. Hier draußen sind Maschinen. Oh Gott. Der tadellose Marat gibt dir eine Chance. Falls wir Dämmerungsgriff lebend erreichen, kannst du ihn um Begnadigung bitten. Ah ja. Also versuchst du es mit uns oder... Sturmvogel! Halt still, du Idiot! Alter. Okay, ich glaube, das war's. Wieso war das dumme Bett hier? Sonnenkönig Avad will mich also begnadigen? Ein Soldaten der Gegenseite? Was möchte er als Gegenleister? Hey, ich hab dich was gefragt. Es kommen immer mehr Maschinen in dieses Tal. Und die Sonne brachte uns Itamens Schatten für die Antwort. Mich? Du und Marat, ihr seid doch verrückt. Hey, nicht Marat tadeln. Was hat denn am Hals vor? Er geht Richtung Dämmerungsgriff. Er trifft gleich auf uns!
Maschinen kommen, wird vom Dämmerungsgriff nichts übrig sein, wenn wir dort sind. Der tadellose Marat hätte Verstärkung geholt. Wenn die Verstärkung unterwegs wäre, müssten wir wohl nicht diesen verfluchten Mörder aus dem Gefängnis holen. Wie können wir ihn begnadigen? Ich und Mörder? Ne, die Geste geben wir mal. Ich brauch den Bogen. Alle halten Rias für einen guten Schützen. Ja, oh, wir dumm hier. Du wechselst mit mir. Was? Geh einfach nach vorn und paddel. Die Wächter jetzt müssen wir mit Schlimmeren rechnen. Dann hoff mal, dass wir gut genug sind. Ja, bitte keine Hintergrund an der Kiefer, ey. Sind sie weg? Sei leise. Sie dürfen uns nicht sehen. Sie dürfen uns nicht sehen. Ich wohne jeder Zeremonie bei, wenn sie uns nicht entdecken. Ist nicht deine erste Maschine covered? Halte uns auf der linken Seite. Weg von ihnen. Sind die Wächter noch da? Auf zum Flussufer, bevor wir es herausfinden. Die Sonne strahlt für die Würdigen. Die Sonne strahlt für die Würdigen. Die Sonne strahlt für... Was war das? Das ist ein Schnappmaul! Auf zum Stehen! Da sind noch mehr! Mit den Bogen! Wir schaffen es nicht! Wir müssen. Ich sterbe nicht für einen Schattenkater! Ja. Schwimmer? Haha, ich muss eigentlich schwimmen, Alter. LOL, ich muss eigentlich schwimmen. Mach, ich bring bei mir hängen. Alter, viel. Gib mir deine Hand! Ich hol dich! Ach, wir werden erstmal hier. So, vorwärts bewegen. X und den Dritt halten und Hände auf und ab. Wie jetzt? Alter Schwede! Aha. Schnappmaul holt mich als nächstes. Ich Alter, wirklich? Diesem Steg weg. Alter, wirklich mit links. Das ist ja wirklich gut. Aha. Ah, ja, weiter. Ne? Ich will den So. Also, der tadellose Marat hat für meine Entlassung gesorgt. Aber wieso?
Ich gehe besser nach Dämmerungsgriff, suche Marat. Mal sehen, was er als Gegenleistung möchte. Ah, ja, nein, nein, nein. Ui, zu weit. Warte mal, wir müssen zurücklaufen, Alter. Wenn mein Orientierungssinn stimmt, bin ich auf Glanzgrauen. Und Dämmerungsgriff ist auf der anderen Seite. Gehe ich dorthin oder hau ich ab? Nein. Ich bin kein Krimineller. Ich gehe nach Dämmerungsgriff. Mal sehen, was Marat will. Auf dem Boot lebt noch. Und sie glaubt, ich will abhauen. Eine Kamera. Da wurde wohl jemand beim Üben unterbrochen. Endlich mal etwas Glück. Ach so. Heilige Kacke, Mann. Gott. Wenn dieses Tal voller Maschinen ist, kann ich mich jetzt wenigstens wehren. Marat mich begnadigt, wenn ich Dämmerungsgriff erreiche. Dem Schatten von Itamen wird nicht so einfach vergeben werden. Da muss ein Haken sein. Geht mir nichts. Ach, da unten, warte mal. Erwischt. Wachposten.
Kann ich mir was gucken? Ah, okay, kann er gar nicht ändern. Also ich kann er nicht ändern. Ah, okay, auch so. Ich muss vor der Soldatin in Erinnerungskraft sein. Sonst hetzt mir der tadellose Marat jede Einheit des Sonnenreichs auf den Hals. Ich frage ihn, irgendwas zu bedeuten. Ach, das ist auch so. Ach, da gibt es noch mehr? Cool. Warte mal, bin ich gerade im Netz? Oh, ich bin gerade im Netz, ich muss ein bisschen mehr in die Mitte gehen, ne? Wie komme ich von hier nach Dämmerungsgriff? Ich sollte an der Seite des Turms hochklettern können. Das also Einzige, was wir jetzt ein bisschen mit der Bewegung halten, aber ich muss die Steuerung sich einlegen. Ist wirklich schön hier oben.
Ich war schon zu lange nicht mehr in den Bergen. Mach mal, kann man hier dann klettern können? Niemand zu Hause. Na, damit geht's weiter. Ja, komm. Das funktioniert echt? Komm. Hab nichts gemacht. Sollte helfen. Hat sich doch gerade voll gegen das Mikrofon geknallert. Hier fehlt ein Schlüssel. Ach so. Doof. Ich brauche einen Schlüssel.
wie ein Flüchtlingslager aus. Wovor sind sie geflohen? Finde ich auch coole Sache. Aufgegeben. Ich bin hier voll. Warte mal. Ach, das habe ich ja schon. Weg. Kannst du malen? Cool, kann ich ja malen. Cool. Man kann wirklich mal hier weggefahren.